Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück in The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ja, ich lade endlich mal wieder ein Video hoch. Hat leider etwas gedauert. Aber gut, wir sind hier auf der Insel des Frostes angekommen das letzte Mal und ja, wir haben uns noch gar nicht richtig umgeschaut. Ich glaube, ja, genau, hier ist der Briefkasten, wo schon gleich der Postbote auf uns wartet. Das ist ein Brief von Maigoron, dem Goronen. Ahem, dann lese ich mal. Ja. An meinen Bruder, Gorolink. Wie geht es dir, Bruder? Mir geht es gut. Mir geht es sogar so gut, dass ich angefangen habe, auf einer kleinen Insel im Südosten Teilzeit zu arbeiten. Schau vorbei, wenn du in der Nähe bist, Bruder. Ich warte auf dich, zusammengerollt zu einer Kugel. Dein Bruder Maigoron. PS, viel Spaß mit dem Geschenk. Noch ein Muttropfen für uns. Stimmt. Da müssten wir jetzt auch schon einige haben. Schau dann gleich mal nach, weil wir haben ja im letzten oder vorletzten Part... Nee, schon ein bisschen länger her, glaube ich. Oder? Ne, wir hatten auf jeden Fall neulich mal das Feuerschwert uns hier geholt. Was, glaube ich, noch gar nicht so richtig im Einsatz war. Aber naja, ich schau mal kurz in die Sammlung. Okay, 6 Muttropfen und Weisheitstropfen. Brauchen wir also noch ein bisschen. Ja, schauen wir mal, was die zu sagen haben. Mann, echt eine gefährliche Welt, in der wir leben. Wenn du nicht aufpasst, erwischen sie dich auch noch. Einfach so. Sie erwischen dich? Okay, hier scheint auch irgendwas abzugehen auf der Insel. Kannst du uns helfen? Hey, du, du bist von da draußen gekommen? Von jenseits des Eises? Hast du noch nie einen Anuki gesehen? Ach so heißen die. Willst du uns den ganzen Tag lang begaffen? Oder kannst du auch reden? Was? Du willst wissen, wo der Stahl ist? Was soll ich denn das wissen? Das musst du den Häuptling fragen. Ich habe keine Ahnung. Okay, sie haben also auch einen Häuptling. Hoffentlich müssen wir da nicht wieder so ein teures Quiz machen. Hier vielleicht? Das Heim eines altklugen Anuki. Okay. Dann schauen wir, ob er uns weiterhelfen kann. Hallo, du Altknucker. Altkluger. Niemand hielt den Streit zwischen den Anuki und den Yuk für etwas Gutes. Also haben wir Anuki uns vor 100 Jahren mit den Yuk zusammengesetzt und gesagt, warum schließen wir nicht Frieden? Klingt gut. Ja, das war eine gute Sache. Sehr gut sogar. Naja, jedenfalls zu Anfang. Warum? Niemand den Streit aus, aber... Frieden? Also ein Friedensabkommen, das ist Frieden. Frieden ist wie... Frieden macht uns zufrieden. Okay, der ist sehr altklug, wie wir merken. Hat uns aber leider nicht weitergeholfen. Naja, auf jeden Fall gibt es hier noch die Yuk. Ein anderes Volk anscheinend oder eine andere Rasse oder was auch immer. Ich soll mal schauen, wo die sind. Jetzt aber erstmal die ganzen Häuser erkunden natürlich. Irgendwer muss uns ja weiterhelfen. Hey du, hast du gehört? Einer dieser haarigen Yuk hat sich hier eingeschlichen. Okay, das war nicht sehr hilfreich. Nochmal. Weiß ich natürlich. Was, du weißt es schon? Hey, vielleicht bist du ja der haarige Yuk, der sich als einer von uns verkleidet hat. Nein. Ich wusste es. Okay, wir sollten immer lügen, glaube ich. Hey, hast du gehört? Bla 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 bla. Ja, ja, klar. Aber weißt du schon, hey, erwischt. Hä? Aber, echt? Im Ernst? Jetzt ist unsere Chance. Klauen wir seine Sachen. Oder sein Essen oder was auch immer. Okay, oder wir gehen einfach. Na gut, da. Das scheint jetzt nicht alles, das scheint alles jetzt nicht wirklich nützlich zu sein, was wir machen können. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal über die Brücke. Schließlich haben wir auf der Karte da oben ja noch einen Haufen Häuser zu entdecken. Auch wenn das nach dem Rätsel ausschaut, so wie die angeordnet sind. Na, ich bin gespannt. Hä, der Azurstahl? Was sagst du mich so etwas Wichtiges? Oh mein Gott, ist halt alles unnütz. Kannst du mir helfen? Der Azurstahl gehörte ursprünglich uns, aber dann hatten wir einen großen Streit mit dem Yuk und er wurde gemobst. Nun, ich hab's nur von meinem Großvater gehört. Ich weiß nicht, inwieweit man seinen Worten Glauben schenken kann. Na gut, aber du warst wenigstens mal hilfreich. Deswegen bewerfe ich dich mit Steinen. ja. Wir Anuki und die Yuk sind schon seit Ewigkeiten Rivalen. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mal mehr, warum wir Rivalen sind. Ach ja, immer diese alten Streitgeschichten. Das sieht schon wichtig aus. Haus des Inselhäuptlings. Oh ja, hier. Da haben wir nicht mal eine nützliche Person. Ah, und du bist... Hey du, ich bin der Inselhäuptling, der Anuki. Hast du einen Namen?
Ah, also heißt du Linkabu, wie? Also, Linkabu, mein Stamm hat ein kleines Problem. Vielleicht könntest du dich darum kümmern. Warte. Oh, du heißt Link. Na gut, ich habe nicht ganz richtig ausgesprochen. Na, jedenfalls, du willst etwas über den Azurstahl erfahren, richtig? Kannst du mir meine Bitte schlecht abschlagen? Doch, na gut, wir müssen ihm, glaube ich, zustimmen. Das wird eine lange Geschichte, also mach es dir bequem. Wir Anoki haben einen Feind auf dieser Insel, die Yok. Es gab eine Menge böses Blut zwischen ihren und unseren Vorfahren. Also haben wir vor 100 Jahren ein Friedensabkommen geschlossen. Wir bewohnen die Westseite der Insel und die haarigen Yok bewohnen die großen Eisfelder im Osten. Das war die Abmachung, aber jetzt hat sich ein Yok bei uns eingeschlichen. Und er hat einen meiner Dorfbewohner entführt. Und dieser Kerl hat sich verkleidet und gibt sich als einer von uns aus. Mit allen Annehmlichkeiten. Kommen wir jetzt zu dem, was sich der Inselhäuptling von dir will. Finde den Yok, der sich als Dorfbewohner ausgibt und vertreibe ihn von hier. Hast du das alles verstanden? Oder muss ich mich wiederholen? Ich glaube, ich hab's verstanden. Okay, Link, geh zu den Anoki-Wohnungen im Norden. Dann musst du herausfinden, wer der wahre Yok ist. Kann das sein, dass das der alte Mann gerade sagt? ich bleib einfach mal bei Siela. Yok sind Lügner, jeder Einzelne. Er wird dich belügen, also lass dich nicht täuschen. Wenn du ihn findest, sag ich dir... Okay, es hat doch der... Verdammt, es hat doch der Häuptling gesagt. Wenn du ihn findest, sage ich dir vielleicht, wo der Azurstahl ist. Mist, ich hab den... Der Kameraschwung hat so ausgereist, dachte, wer würde sie das sagen? Naja. Was hat der Inselhäuptling bloß die ganze Zeit geplappert? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir ihm auf den Leim gegangen sind. Was macht er nicht alles für den Stahl? Na gut, lass uns einfach rausfinden, was er über den Stahl weiß. Okay, das heißt, wir müssen oben wohl wirklich ein Rätsel lösen. Das schaut schon so verdächtig aus, die 6 Häuser da oben. Na gut. Aber ich würde sagen, wir erkunden erstmal unten noch. Was suchst du nach dem Haus des Häuptlings? Nö. Nicht wirklich? Wenn wir ja sagen, dann sagst du wahrscheinlich, dass es da, oder? Weißt du, ich habe eine Idee. Statt mich zu fragen, geh und lies die Schilder, die hier stehen. Ja, du bist auch sehr freundlich. Und du? Weißt du, warum wir nicht erfrieren an so einem kalten Ort? Na, du musst dich abhärten und das Speck ansetzen. Hehehe. Hatschi. Oh. Okay, dann... Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal an das Rätsel. Und das Rätsel muss ich sagen... Ich erinnere mich noch dran, dass hier ein Rätsel war, aber ich erinnere mich auch dran, dass ich mich furchtbar dabei angestellt habe. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Anoki-Wohnungen. Und wie war das? Anokis sind Lügner, okay. Oder sind die Yok jetzt Lügner? Verdammt, das hätte ich mir vielleicht nochmal merken sollen. Wohnungen. Ich schaue mich vielleicht nochmal um. Hey du, was glaubst du, wohin gehst? Jedenfalls nicht hier rein. Warum? Ja, was weiß warum? Benutze deinen Kopf. Diese Höhle führt zu großen Eisfeld. Okay. Da ist ein ganzer Haufen fieser Yok auf dem großen Eisfeld. Fies inwiefern? Ach, das willst du gar nicht wissen. Okay, es scheint anscheinend bösartige Monster zu sein. Mal schauen, ob wir noch gegen welche kämpfen müssen. Zum großen Eisfeld. Okay, wir haben anscheinend wirklich keine andere Wahl, außer gleich zu den Häusern zu gehen. Weißt du, dass du auf diese Pfostendinger springen kannst? Probier's aus. Cool. Und runter. Okay, ich rede nochmal kurz mit dem alten Mann, damit ich das jetzt nicht falsch verstehe, dass die Yok in Wirklichkeit die Lügner sind und nicht die Anoki. Geh nach Norden und finde den Yok. Yok sind Lügner. Okay, gut. Warte, was war das andere? Er wird dich belügen. Okay, ja, gut. Okay, also dieses alte Wahrheit-Lüge-Spiel, was wir... Ihnen bestimmte Fragen stellen und der, wo sich dann verplappert, das ist der Yok. Okay, wir haben 6 Häuser. Ich denke, ich schaue mir erstmal alles an hier. Okay, ich glaube, das wird nichts nutzen, weil da ist nichts. Dann gehen wir auf mein erstes Haus. Okay, bist du der Yok? Man nennt mich Dobo. Du suchst nach dem Yok, der sich als einer von uns ausgibt, nicht wahr? Da gibt es eine leichte Methode, das herauszufinden. Die Yok sind Lügner. Und Maso ist ehrlich. Er lügt nie. Das musste einfach mal gesagt werden. Ach so, die sagen jetzt alle, er lügt nicht, oder? Maso ist ehrlich. Ah, okay, das ist Dobo. Kumo? Warte, Maso ist ehrlich, er lügt nie. Okay, okay, das wird schwer. das ist
Na, ich schreib's doch auf die Häuser, glaube ich. Das ist Dobo. Ich glaube, das wird unlesbar später. Ich kann es jetzt kaum lesen. D für Dobo. Okay. Kumu. Gut, dann ist das hier. Kumu. Wunderschön, ich weiß. Das hier ist Fofu. Fofu. Okay. Gut, dann wo ist jetzt dieser Moso, war das, glaube ich, der, wo nie lügt, oder? Maso, genau. Er lügt nie, hieß es. Das müssen wir uns dann auch noch irgendwie notieren, glaube ich. Oh, warte, nicht rein. Ich will doch nur das Schild lesen eigentlich. Das ist Ario. Okay. Ario, so. Ich glaube, das wird ein ziemlich kniffliges Rätsel. Ich bin mal gespannt. Und Gumo. So, immerhin haben sie alle verschiedene Anfangsbuchstaben. Das ist das hässlichste hier überhaupt. Ist echt schwer auf den mit dem fetten Touchpen zu malen. Okay, man kann es jetzt nicht wirklich lesen, aber ich kann es einigermaßen. Okay, also er sagt, Maso lügt nie. Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal mit allen. Und dann, ja, sehen wir, was sie sagen. Kumu. Und ja, der Juck, den du suchst, ist ein Lügner. Da besteht kein Zweifel. Und ich werde sagen, dass entweder Maso oder Ario dich belügen. Okay, er verdächtigt Ario und Maso. Ario und Maso sind verdächtig. Also die beiden oben. Nein. Er verdächtigt Ario und Maso. Und er sagt, Maso lügt nie. Das würde jetzt heißen, Ario ist der. Der, auf den der Verdacht zeigt. Oder halt der da unten, kann ja auch. Naja. Mein Name ist Fofo, genau. Ich hoffe, du weißt es schon, aber der Juck lügen nur. Und Gumu lügt nie. Okay. Gumu lügt nie. Ich sollte auch immer schauen, nicht, dass da einer den falschen Namen sagt. Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Aber das wäre zu einfach, ja. Ich bin wohl bekannt hier. Ich bin Hintobo, der Schlauste der Schlauen. Aber du suchst nach dem Lügner, nicht wahr? Ich kann dir einen Tipp geben, aber das kostet was. Gib mir 100 Rubinen. Nein! Ich verstehe. Und was ist, wenn du der Juck bist? Ich behalte dich im Auge. Okay, das ist jetzt Maso. Du stehst unter Verdacht, Mann. Man nennt mich Maso. Es ist mir egal, ob du es glaubst, oder aber ich und Dobo sagen immer die Wahrheit. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Okay, die beiden geben sich also ein Alibi sozusagen. Das heißt, die beiden oben rechts und unten rechts können es schon mal nicht sein. Mein Name ist Ario. Sag's nicht weiter, aber Kumu ist ein Lügner. Okay, er sagt, Kumu ist der Lügner. Kumu ist der unten in der Mitte und er verdächtigt Ario und Maso. Also er hier verdächtigt die beiden. Und er hier verdächtigt ihn. Okay, das ist. Jetzt wird's langsam knifflig. und unten, mein Name ist Kumu. Entweder Fofo oder Ario belügen dich. Okay, und er sagt Fofo oder Ario? Fofo oder Ario, also die hier. Er hier wurde, glaube ich, gar nicht verdächtigt, oder? Doch, doch, er wurde auch verdächtigt. Gumo. Aber von wem nochmal, verdammt. Auf jeden Fall wird er hier, glaube ich, nicht verdächtigt. Bis jetzt halt sagen eigentlich die meisten, dass Ario es ist. Und Ario wurde von niemandem in Schutz genommen. Wie kann ich jetzt eigentlich sagen, wer der wahre Typ ist? Und werde ich dann irgendwie bestraft oder sowas? Was? Keine Ahnung, der Ernst. Ich soll der Hauptverdächtige sein, glaubst du? Nein. Kumu ist ein Lügner. Und Kumu sagt aber, dass die... Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, genau. Also Kumu sagt ja, die beiden oben hier sind's. Kumu, sagt aber auch, er... ist ein Lügner. Er kann aber kein Lügner sein, weil die beiden sich decken. Aber ja, das würde heißen, er ist ein Lügner. Ah, verdammt. okay, ich würde sagen, entweder Ario oder Kumu. Ich bin jetzt gerade echt nicht sicher, aber ich würde eigentlich fast eher sagen, er hier ist es. Weil er von den meisten verdächtigt wird. Was sagst du nochmal? Ich glaube, er hier verdächtigt Fufu, oder? Verdächtiger. Nein, ich will doch nur wissen, was du sagst. Fofo oder Ario? Entweder Fofo oder Ario. Wenn Ario die Wahrheit sagen würde, dann wäre er hier der Lügner.
Dann würde er aber sagen... Er sagte das... Er sagt auch entweder, oder? Nein, nein. Maso oder Ario. Maso ist aber nicht der Lügner. Das heißt, wenn er die Wahrheit sagt, dann ist Ario der Lügner. Okay, okay. Nachdenken. Ich glaube, es ist Ario. Schau es mir also an. Juck. Aber nein. Dachte ich mir, Gumo und ich lügen nicht. Also ist keiner von uns der Juck. Ah, okay. Ja, Moment mal. Er sagt, Gumo und er lügen nicht. Aber Gumo verdächtigt ihn? Okay, ich dachte, die wollen sich gegenseitig auch so ein Alibi geben. Aber anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, dann bist du der Hauptverdächtige. Tut mir leid, aber ich werde dich jetzt einfach mal attackieren. Genau. Weil ich gesagt, ich bin unschuldig, wenn du näher kommst, dann schwöre ich, dann werde ich mich verteidigen. Komm nicht näher, denk nicht, sonst sei dumm. Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Komm, wir gehen all in. Hey, wie hast du herausgefunden? Und ich dachte, ich hätte eine klasse Kostüm. Yeah, wir haben ihn. Du bist ein Juck? Du sahst so unschuldig aus. Du sahst aus wie Ario. Mach jetzt keine Dummheiten, stell dich ohne zu kämpfen. Ruhe! Ja, wenn du mich weiter mit dieser schrillen Stimme anschreist, dann dreh ich durch. Oh oh. Ah, was ist los mit diesem Typ? Ich werde euch auffressen. Nein, ich schmecke überhaupt nicht ganz abscheulich. Ich bin zwar gelb, aber keine Banane. Oh, natürlich nicht. Nun, ich könnte mich sträuben, aber ich denke, ich könnte genauso gut aufgeben. Naja, ich bin nun mal geschnappt. Als Zeichen meines guten Willens will ich euch etwas Gutes zeigen. Wartet da mal einen Moment. Nicht bewegen. Oh, das ist ein böser Trick, Mann. Und Link fällt natürlich volle Kanne drauf rein. Was war das denn? Verrückt, oder Link? Wir haben uns die Mühe gemacht und den Juck gefunden, aber er ist entkommen. Aber wenn wir nichts unternehmen, dann wird er damit davonkommen. Oh, wie ärgerlich. Nun lass uns mit dem Inselhäuptling sprechen und ihm erzählen, was passiert ist. Das würde ich auch sagen, aber dann erst im nächsten Part, Leute. Ja, war jetzt halt ein bisschen ein rätselhafter Part. Aber nächstes Mal wird es dann richtig weitergehen und wir kommen vielleicht sogar schon in den nächsten Dungeon, weil, wie ihr seht, da hinten ist er schon auf der Karte. Na, ich bin mal gespannt, wie wir jetzt diesen Juck noch einfangen oder ob wir ihn überhaupt noch erwischen. Das aber dann im nächsten Part. Bis dann, Leute, und haut rein!